bin Jürgen Winters, bin der Betriebsinhaber und habe den Hof von meinem Vater seit 1980 übernommen. Ich bin Dörte Winters, ich bin 35 Jahre alt, die Hofnachfolgerin. Unsere Betriebsstätte gibt es hier seit 1650. Unser Haupteinkommen bestreiten wir mit den Milchkühen. Wir haben aber auch Bullenmast und Pferdenaufzucht. Flächengröße liegt bei 104 Hektar im Ganzen, davon 35 Hektar Ackerland, 1 Hektar Wald und der Rest teilt sich auf in intensiven und extensiven Grünland. Unsere Milchviehherde besteht aus ca. 110 Milchkühen mit einer Herdenleistung von ca. 9.500 Kilogramm. Besonderes Hauptaugenmerk legen wir bei der Züchtung darauf, dass wir langlebige Kühe züchten mit einem hohen Gesundheitsstatus. Die Fitness der Kühe ist uns sehr wichtig. Achten wir eben insbesondere darauf, dass sie gute Liegeflächen haben, weiche Liegeboxen. Eben auch der Weidegang im Sommer für die trockenen Kühe. Seit dem letzten Jahr haben wir hier bei uns auf dem Betrieb zwei gebrauchte Lelimake-Roboter installiert und haben seitdem die komplette Herde eben auf automatisches Melken umgestellt. Wir haben die Möglichkeit, die Außenwirtschaft weitestgehend selber durchzuführen, eben dadurch, dass wir ja, flexibel in der Arbeitszeitgestaltung sind. Wir haben uns bei dem Milchlandpreis Niedersachsen beworben, weil wir uns einfach mal mit anderen Betrieben messen wollten, einfach mal sehen wollten, wie weit wir überhaupt kommen. Ausschlaggebend war tatsächlich der Heufutterball, der dort beworben wurde, wenn man daran teilnimmt.